Willkommen zurück zu Let's Play The Witch House hier im Halloween-Special-Projekt. Obwohl Halloween schon lange vorbei ist, aber es ist ja ein Halloween-Projekt, also wird es weitergemacht. Ja, also, wir waren ja in diesem Raum, wo diese kopflose, wollte ich schon sagen, beinloses Mädchen ist, was uns verfolgt. Ich habe nichts gefunden, was sie ansprechen konnte. Entschuldigung. Ich habe nichts gefunden, was sie ansprechen konnte. Rein gar nichts. Ich habe alles angesprochen, was eigentlich geht. Und da jetzt so eine Zeit lang einfach mal zu überleben, habe ich keinen Bock. Deswegen habe ich jetzt geplant, wir spielen einfach mal so weiter. Denn wir hatten, also ich habe jetzt in diesem Speicherpunkt, wo wir bei dieser Kopfpuppe waren, weitergemacht bis hierhin. Wenn man dann die Puppe auf die Liebepuppe auf das Liederpodest stellt und dann zu dieser Katze geht, sagt sie noch das hier. Davor habe ich, glaube ich, einen Satz geskippt, der 4 Wörter lang war oder so. Aber hier sagt es: ich sorge mich nicht darum, ob du oder kümmere mich nicht darum oder blub. Ob du jetzt hier weggehst oder ob dich das Haus einfach mal so auffrisst. Ja, irgendwas davon wird schon gut für mich sein. So lasse ich dich gehen. Stirb mir nicht weg. Okay. Ja, das war das Loch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass auf diesem Rückweg, den ich jetzt beschreite, doch noch etwas passieren wird. Aber ich glaube auch, dass die Katze nirgendwo auf dem Rückweg auftauchen wird. Kann man hier eine Abkürzung nehmen und wirklich hier runtergehen? So, scheint mir ja relativ normal, ne? Boah, komm schon, verarsche hier. Man kann überall zurück. Okay, Moment mal. Ist hier der Schlüssel drin für diese Tür? Oder kann man die immer noch nicht öffnen? What? Da musste ich ja verdammt nochmal, Dingsbums irgendwas da im Raum machen. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Ich habe da schon so viel angesprochen, was ich, Dingsbums... Was soll ich da denn bitte ansprechen? Ich bin gerade ziemlich planlos. Wie man merken kann, falsch. So, ich kann hier von hier nicht abhauen. Moment, was war da? Ne, da waren nur Ärzte, Dingsbums. Ich weiß nicht, irgendwie... Ich weiß nicht, irgendwie... Okay. Ja, dann gehen wir in diesen Speicherstand. Zwar hierhin, aber überspeichern den, wo wir schon da waren. Ganz einfach. Kommen wir hier überhaupt noch wieder hoch? Ne, kann man nicht. Okay, relative Zeitverschwendung. Aber auch nur relativ. Total. Wirklich, 4 Minuten. Lass mich da durch. Tötet die Rosen, aber sie tötet's nicht. Ich komm nicht zu dir. Kannst du knicken? Schade. Ich dachte, die könnte man hier benutzen. Ach, das ist ein Bett.
Ah, jetzt erkenne ich das hier auch. Das ist ein. Hier ist ein Schrank. Bänder und Accessoires. Ich hätte mich vielleicht mal hier von Anfang an ein bisschen umgesehen sollen. Lined with books on magic. Ein Spiegel. Lampe. Ein Stuhl. Süße Outfits. Leute, ich habe nicht den geringsten blassen Schimmer, was man hier machen muss. Ich meine, das Bett nützt mir nichts, Spiegel nützt mir nichts. Die Bücher nützen mir nichts. Habe ich die Bücher überhaupt mal angeredet? Ich glaube, man kann überhaupt nichts anreden. Ich könnte jetzt einmal mit jedem dieser Regale kurz versuchen. Nochmal, weil die ich nicht bewusst realisiert habe. Und ansonsten will ich hier raus. Schön, geht nicht. Und ansonsten, hä? Wenn nichts dieser Bücherregale funktioniert, okay, dann bin ich planlos und laufe für den Rest des Parts einfach nur im Kreis. Und dann dürft ihr von mir auch nicht wirklich eine Kommentarweise haben, weil ich mich dann vollkommen tatorisch konzentriere. Was laber ich da für eine Scheiße? Weil ich mich dann konzentrieren würde, nicht getroffen zu werden, weil bei einer weg davon wieder, keine Ahnung, alles von vorne und so. Ah, kennen wir schon. Meine Krankheit, bla bla, so. Habe ich ihren Körper genommen? Ich lebte in ihrem Körper weiter. Das ist richtig, schön, gut, ne? Weil wir Freunde sind. Gab sie mir ihren Körper. Weil wir Freunde sind. So heute. Sollen wir noch ein bisschen mehr spielen? Richtig, Viola! Nein! Hi, mein Gott. Lalalala, ich kann's nicht anreden, okay. Erste schon mal fail. Lalalala. What the fuck war das jetzt für ein Lag? Okay. Im Kreisrennen. Schön immer im Kreisrennen für den Rest des Parts. Was renne ich ihr entgegen? Mein Gott, sie hat aber auch komisches Move-Dingsbums. Okay, ich habe noch 12 Minuten Zeit, irgendwie im Kreis zu rennen. Wow, wow, wow. What? Oh. Irgendwie hängt das auch manchmal ein bisschen. Irgendwie. Keine Ahnung. Also manchmal bleibt sie stehen, ich renne weiter, dann bleib ich stehen und dann rennt sie auf einmal weiter und dann. Hi. Hi. Ich bin nach oben gegangen. Mein Gott, was ist los heute? Irgendwie gerade komisch. La 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 und so weiter. Ey, nicht stehen bleiben, ich wollte schon sagen. Du kriegst mich nicht! Du kriegst mich nicht! Nein, du kriegst mich nicht! Halt die Fresse und hau ab! Wow, da bin ich beinahe stehen geblieben. Mama mia, wie oft soll ich jetzt. Wie lange soll das jetzt noch weitergehen, du scheiß verdammte Hexe? Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich wette, dieses Projekt wird jetzt. Wow, das war knapp. Auch so irgendwie pausiert, bis ich das dann irgendwie in Erfahrung bringen kann. Die Musik ist auch irgendwie ein bisschen laut! Nein, du triffst mich nicht. So, ich habe gerade mal eine Minute geschafft. Wie lange soll das denn noch weitergehen? Das war's schon. Ich sehe dahinter irgendwie keinen Sinn. Oder ich muss auf Kommentare warten von euch, was man machen müsste. Aber. Ich wüsste nichts. Ich wüsste wirklich rein gar nichts mehr, was ich hier noch testen könnte. Aha, verarscht! Oh, schade, das geht nicht weiter. Ich dachte, das geht jetzt unendlich. Da musst du nur nach links und rechts drücken. Und nicht so wirklich drauf achten. Das wäre echt geil gewesen. Total. Ich labe Scheiße, kann sein.
kann mich, nachdem ich Enter gedrückt habe, bei Sachen und kein Text aufploppt, auch erstmal eine kurze Zeit nicht bewegen. Oder ist das nur so, weil es sowieso komisch ist? Ich sehe hier hinter keinen Sinn. Ich sehe hier wirklich keinen Sinn. Oh, schade, ich dachte, ich könnte die wirklich verarschen. Hi, hi, hi. Cool! Ich kann sie verarschen! Cool! Ah! Fühl dich verarscht! Miese Hexe! Fühl dich verarscht! Nein! Okay. Ziel, verarsche die Hexe. Oh, komm schon, lass dich verarschen. Wow, ich hab dich nicht gesehen. Nach oben gehen. Du. Okay, ich sehe hier hinter wirklich keinen Sinn. Mal sehen, was habe ich da noch nicht angesprochen? Den Stuhl. kann es sein, dass man hier vielleicht eine Minute überleben muss und dann aus der Tür kann? Wow, warum bewegst du dich erstens nichts oder sprichst nicht den Spiegel an? Ich habe den Spiegel angesprochen, aber dann hat es nicht mehr bewegt und wollte sich auch nicht mehr bewegen. Warum bewegst du dich nicht? Okay, Spiegel hatte ich schon, ne? Fenster? Fenster ist das Einzige, was ich jetzt noch nicht ausprobiert habe. Okay, funktioniert auch nicht. Komischerweise wolltest du dich jetzt bewegen. Ah! Nee, ich habe echt keinen Plan. Ich habe keinen Plan. Leute, die das kennen, würden es vielleicht wissen, aber... wenn ich jetzt nachgucke, lame. Ich sehe dich nicht! Wow, ich renne dir in die Arme. Okay. Nochmal hier. Ich habe echt keinen Plan. Sowas von null Plan. So, würden wir aus der Tür rauskommen, dann wäre es logisch. Also ich, meine Vermutung ist jetzt in diesem Schrank, wo etwas drin ist, okay. Okay. Das bringt gar nichts. Ist einfach nur als Gag da. Ich stelle mir das gerade so vor, wie Patrick Star aus SpongeBob jetzt einfach mal auch nur die ganze Zeit irgendwas isst und hirnlos ist wie immer und hirnlos reinguckt und dann einfach rumfällt. Und schläft. Okay. Okay. Hat sich nochmal gelohnt, hier reinzugucken. Cool. Jetzt sagt es nicht mehr so, ist gemütlich oder so. Cool. So. Ja, dass in diesem verschlossenen Ding der Schlüssel für nach draußen ist. Das ist so meine Theorie. Ob es stimmt, kann ich leider nicht sagen, aber dazu müssen wir jetzt... Meine Mutter hat mich und so, ne? Und mein Vater hat mich nicht bemerkt. Wow, ich entdecke hier noch Sachen. Ich glaube, ich sollte mal Warum hing das eben kurz? Warum blieb sie stehen? Gleich sehe ich den schönen Totenkopf wieder. Oder irgend so. Ha! Ich hab's geahnt! Mein Gott! Da stirbt man also zu 100%. Okay. Oder wie kann man da entkommen? Das interessiert mich jetzt. Da kann man nicht. Gut. Interesting. Immer eine neue Sache. Ich wusste doch. Also ich gehe jetzt nochmal in diesen Part. Muss ich das nochmal... Das nochmal ansprechen. Dann fallt ihr runter. Nein? Hä? Dann fallt eben nicht runter. Auch in Ordnung. Wobei, nee.
So, dann gehe ich jetzt noch mal in den Raum. Vielleicht entdeckt man ja noch was. Also, ist doch auch nicht schlecht. Vielleicht noch so kleine Sachen. Ansonsten würde ich auf Kommentare von euch warten, was man machen muss, weil ich habe keine Ahnung. Dann würde ich währenddessen was anderes aufnehmen. Und dann kommt das ja halt danach. Ist ja auch nicht so schlimm. So, hier hatten wir ja schon ein paar Zusätze. Da ist immer noch ein Zettel. Achso, mit 12. Ja, gut. Dich hatten wir. Dass du auf einmal rot bist. Dass hier auf einmal irgendwer saß. Du hast mich zu deiner Freundin gemacht. Wenn ich deine Freundin wäre, würde ich überleben. Und so. Naja, dieses Ding. Kann man jetzt eigentlich hier noch sterben? Nö. Hätte mich auch gewundert. Okay, du tickt nicht. Hier ist also nichts los. Nichts. Das ist, ach ihr. Hier kann man ja immer noch sterben. Oder dass man jetzt nicht mehr speichern kann. Wenn ich jetzt irgendwo wieder sterbe, dann. Pech. Du musst den ganzen Weg nochmal gehen, was ich nicht tun werde. Okay, da kann man immer noch nichts machen. Blutfleck? Nein. Zettel. Punkte. Wow. Sehr tiefgründig. Sehr tiefgründig. Das Tagebuch haben wir, glaube ich, auch gelesen, obwohl ich nicht mal weiß, was da drin steht. Ich will dich wieder haben, Frosch. Wir hätten das Plüschtier reinwerfen sollen, mein Gott, und nicht den richtigen Frosch. Können wir jetzt immer noch hier sterben? Nö, können wir nicht. Wir lernen dazu. Ich glaube, das Wasser von hier wurde. Hallo Hand! Wir sind hier nicht in Zelda. Okay, du tötest mich auch, aber. Naja. Naja, dann gehe ich jetzt einfach mal wieder durch den Schornstein. Der war doch hier irgendwie hier lang, ne? Noch haben wir ein paar Minuten. Wir finden noch mehr Tode. Finde ich super. Noch mehr Tode finden ist super. Gut. So, hier war ja bekanntlich nichts mehr. So, hier im Erdgeschoss war nichts mehr. Dann war das nur noch hier hin. Dann sind wir auch gleich an dem Ort, wo wir sonst. Spinne? Okay. Spinne ist nicht da. Ritterrüstung ist wieder da. What? What? Okay. Wirtshaus 3. Okay. Moment. Kann es sein, dass wir nicht alle davon gelesen hatten, Wirtshaus 6, sondern dass sie sich jetzt immer hinzufügen? Könnte sein, oder? Das kommt mir gerade nicht im geringsten bekannt vor. Wenn die Hexe selbst auftaucht, ist das Haus wieder normal? Okay, wenn sie bei mir auftaucht im Bosskampf, dann müsste ich aus der Tür rausgehen können. Habe ich doch, glaube ich, schon versucht, ne? Das Haus der Hexe ist Magie. Irgendwas mit Dämonen und so. Ich habe gerade keinen Bock zu lesen. Wow, wenn die Blumen der Hexe verwelken, dann stirbt auch sie. Ach, die Funny Story. Der Stuhl lacht und so. Das kenne ich noch. Okay. Kann sein, dass wir das noch kennen. Okay, hier hat sich jemand aufgehängt. Wir wissen ja auch schon, wer. Hi.
Gut, noch ein bisschen was entdeckt. Wehe, hier kommt was wieder, ey. Wehe. Nichts. So, der Part wäre dann vorbei. Ja, Leute, die noch Ideen haben, weil die einzige Idee, die mir jetzt noch einfallen würde, wäre, dass ich, wenn ich vor einer Blume in diesem verdammten Bosskampf stehe, das verdammte Menü öffne und die Flasche mit diesen verdammten Dingern darüber streue. Da war doch links oben eine Blume. Ich würde sagen, nee, der Part wird noch nicht beendet. Ich würde sagen, tot. Und nochmal kurz ausprobieren. Ja, muss sein. Ich kann mein Menü nicht öffnen. Mein Gott, was soll denn jetzt der Scheiß? Ich kann mein Menü nicht öffnen. La 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 la. Wow, 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 wow. Eigentlich ist das die beste Taktik, hier auszuweichen. Immer so schräg gehen. Ah, jetzt nicht mehr. Warum bin ich stehen geblieben? Ich drück die ganze Zeit nach rechts. Na Leute, ich habe keinen Plan mehr, was man hier machen muss. Habt ihr Ideen, Anregungen oder sogar die Lösung parat? Würde mich interessieren. Also ich bin ab hier am Ende. Es ging eigentlich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt noch ohne irgendwelche Hilfe, aber das Ende hier, nein. Warum ich da noch stehen geblieben bin, könnte sein, weil ich mich am Boden aufgehängt habe, weil ich habe permanent nach rechts gedrückt und kein Enter oder so, weswegen ich theoretisch was angesprochen habe könnte und deswegen stehen bleibe. Aber nee, das war's nicht, aber who knows? Ich würde sagen, wenn jetzt noch die Lösung kommt, werde ich es natürlich machen. Ansonsten war es das mit diesem Halloween-Special-Projekt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und damit würde ich mich von diesem Projekt verabschieden. Aber ich hoffe doch wirklich, dass ich das noch zu Ende bringen kann. Also, man sieht sich dann. Ob im nächsten Part, in einem anderen Projekt oder sonst wo in anderen Videos. Ich wünsche euch viel Spaß und hoffe, ihr werdet nicht gegruselt, außer von Spielen dieser Art. Wobei sich Leute doch schon erschrecken können, wenn man sie gerade von hinten anstupst oder so, aber das ist eine andere Geschichte. Bis dann.